Ja, ich sag hallo Claudia. Ja, hallo Andreas. Du hast dich bei mir gemeldet, weil du den Volleyballtrainer-MOOC Nummer 4 angesehen hast, das Kapitel über die Kotes-Klinik in Wiesbaden. Und dort hast du insbesondere die Spielformen gesehen, die dort am Ende gezeigt werden. Und da hattest du eine Anregung dazu. Genau. Mir kam das sehr ähnlich vor zu den Feriencamps, die ich zwischen 2010 und 2015 gemacht habe hier in Rheinhessen. Und da habe ich mal meine alten Sachen ausgegraben und gesehen, Mensch, das mit dem Fangen und den nur den ersten Prall selber Ball anwerfen und rüberpritschen und diese langsamen Aufbau, das habe ich damals genauso gemacht. Nur halt nicht in einem Leistungsniveau, wie die Kinder das machen, sondern wir haben das, alle Kinder, die sich angemeldet haben, alle, die dabei sein wollten, im Grundschulalter von 6 bis 10 Jahren wirklich haben wir das gemacht. Der große Unterschied ist dann ja im Grunde, in der Kotes-Klinik hast du im Grunde diese Talentfördergruppe, wo alle relativ homogen sind, das heißt ungefähr gleich weit sind von ihrem Könnenstand. Du hast aber völlig unterschiedliche Leistungsstände dann da. Genau, und deswegen hatte ich mir diesen Spielerpass ausgesucht, weil meine Intention war auch, zum einen, es sollen nicht mehr die gleichen zusammenspielen und den zweiten Ansatz, den ich hatte, es sollen lange Ballwechsel zustande kommen. Und habe ich überlegt, wie geht das? Und dann habe ich halt diesen Spielerpass entworfen. Da hat jeder spielt auf seinem Niveau. Das heißt, es gibt Kinder, die nur Ball über die Schnur spielen, die jeden Ball fangen müssen. Die erste Stufe, um das schwieriger zu machen, wäre, den dritten Ball sich selber anzuwerfen und übers Netz zu pritschen. Das wäre die erste Schwierigkeitsstufe. Die zweite Schwierigkeitsstufe wäre dann zum Beispiel, dass der Ball vom Partner angeworfen wird und dann rübergespielt wird. Das hat man ja auch in den Videos gesehen. Das war bei denen, glaube ich, sogar noch die erste Stufe. Ich habe noch eine davor gesetzt. Und so gibt es für jeden Ball, also für die ersten Ball, für die zweite Ballberührung und die dritte Ballberührung, gibt es immer verschiedene Stufen der Schwierigkeit. Und jedes Kind kann sozusagen sagen, ich möchte in der Schwierigkeit spielen, beziehungsweise da stufe ich auch ein. Du hast da also die Möglichkeit, das durch Ankreuzen festzulegen, wer in welcher Kategorie spielt. Genau. Und dann ist die Idee, dass immer zwei Kinder sich zusammentun und dann haben wir so ein kleines Spielchen gemacht, bis 10 Punkte. Und der kleine Highlight für die Grundschulkinder war, dass es am Ende der 10 Punkte die Punkte in Gummibärchen ausgegeben wurden. Und wenn man 10 zu 5 Punkte zum Beispiel gespielt hat, hat die beiden Mädels oder Jungs mit 10 Punkten 10 Gummibärchen bekommen, die mit 5 nur 5. Und wenn es eine ungerade Zahl war, dann war halt noch der Clou, dann hat das eine Gummibärchen der Schiedsrichter bekommen. Insofern war auch der Schiedsrichterjob immer ein sehr beliebter Job, weil ungerade Zahlen gab es und doch relativ häufig. Und der zweite Vorteil dieses Systems war, dass die guten Kinder auch mit den schlechten zusammengespielt haben, weil es hatte durchaus von Vorteil, wenn man selber den Ball schon pritschen musste, aber einen Partner dabei hatte, der zwar nicht so gut war, aber fangen durfte. Dann konnte man genauso viele Punkte erzielen, als wenn man vielleicht mit einem gleichwertig einen Partner zusammengespielt hat, der aber auch pritschen musste. Und dann hat man viel mehr Fehler gemacht. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit diesem Spielerpasssystem? Ich hatte mit guter Erfahrung gemacht, zum einen, dass schwache Spieler beliebte Mitspieler waren. Das waren die eine Sachen. Und die andere Sache war, dass sich das System selbst reguliert hat. Das heißt, es gab ehrgeizige Spieler, die wollten unbedingt die nächste Stufe, die wollten unbedingt schon Aufschlag machen dürfen. Oder wollten unbedingt den ersten Ball im Volley schon annehmen dürfen. Und haben das dann selbst gemerkt, dass sie die nächsten Spiele vielleicht erstmal nur verloren haben. Das heißt, das System hat sich selbst reguliert und ich habe die Kinder auch mal gefragt, willst du wirklich in die nächste Stufe? Und das war für die aber so eine Belohnung, ein Ehrgeiz. Und von daher war das eigentlich zum Schluss so ausgeglichen, dass alle Kinder jeder gegen jeden gewinnen konnte. Und das war eigentlich ein sehr schönes System. Wie lief das dann konkret? Also wer hat letztendlich entschieden, dass ein Spieler in die nächste Stufe darf? Der Spieler selbst oder immer noch du oder ein Schiedsrichter? Entweder der Spieler selbst oder ich. Also es war immer in Absprache. Wenn ich gesehen habe, das Kind, ja, das ist soweit, dann habe ich gesagt, komm, dann probierst du es mal. Und das ist so, wie ich denke mal, bei allen anderen Aufgaben auch. Es gibt Kinder, die muss man in die nächste Stufe schubsen.
Und es gibt Kinder, die wollen unbedingt und die muss man bremsen. Aber das reguliert sich relativ gut selbst. Die Kinder, die man schubsen muss, die merken halt irgendwann, boah, vielleicht doch ein bisschen langweilig, immer nur rüberwerfen, jetzt will ich ihn doch mal pritschen. Und die brauchen nur so eine kleine Ermutigung, komm, du schaffst das, du hast es doch vorhin in den Übungen gezeigt. Und andere Kinder, die muss man dann halt ein bisschen bremsen, die merken das halt dann in den nächsten Spielen, oh, ich habe gar keine Aufgabe rüberbekommen. Komm, dann nimmst du die Aufgabe nochmal raus. Du bist ja, versuchst doch mal den zweiten Ball direkt rüber, nee, also den angeworfenen Ball direkt rüber zu pritschen. Und so kann man das ganz gut steuern. Claudia, ich danke ganz herzlich für diesen Tipp und den Spielerpass stellen wir als Download bereit hier für alle, die das sehen wollen oder selbst nachmachen wollen. Und dann gucken wir mal, wie die Welt darauf reagiert. Genau. Alles klar.